Erste Teil abgeliefert, Krankenwagen. Und dann schauen wir gleich mal, wie es mit dem zweiten Teil weitergeht. Oh ja, man kann ja mit Waffen rumspielen in der im Dings. Oder? Nee, kannst du nicht, oder? Kannst du. Schade. Ich dachte, wir können hier ein bisschen mehr in der Lobby mit Waffen rumliefern, ja. Naja, rumhauen. Der Loxus. Hab 11 Kilometer. Vor allem 4 Stück, wir sind 3 Leute. Halt einer noch mal zurück. So. Ja, dann bleibt halt die Sache natürlich, wie du selber sagst gerade. Dann sind zwei noch an, halt. Ist halt so, alles gut. Man merkt halt, dass Enrico nicht da ist. Ja, die Stimmung ist immer gerade ein bisschen anders noch, ne? Ja, man muss auf jeden Fall sagen, dass wir mit Enrico da definitiv einen super Fang gemacht haben. Ich glaube, der passt absolut zur Crew. Der ergänzt das Ganze ein bisschen, bringt den ordentlichen Schub Humor mit rein und sowas. Ich denke mal, da haben wir auf jeden Fall sehr langfristig jemanden gehabt. Und der macht auch, klar, er macht auch öfters mal so eine Späße, aber er macht auch die Mission mit, er macht die auch gewissenhaft mit und alles drum und dran. Wenn es halt mal drauf ankommt, wo wir ein bisschen ernst bleiben müssen, dann, oder eine Mission normal arbeiten müssen, dann macht er das auch und baut nicht irgendwelche Scheiße. Auch das haben wir schon mal durch. Also Enrico, wenn du dir das irgendwann hier anguckst, der Kevin findet, der hat mit dir einen guten Fang gemacht, ja. Ach Gott, so war das nicht gemeint. Nein, aber sagen wir mal so, wir haben es auch schon anders erlebt. Ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Und by the way, braucht man mich übrigens nicht jeden Tag zu texten von wegen, ja, ich will ja immer nicht mal in die Crew rein. Also die Leute, die eine Person, die es macht, die hatte ihre Chance dreimal und hat es dreimal nicht geschafft. Und ja. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal lang und breit erklärt. Du hast es, so, ja, du hast es in vor einigen Folgen mal erklärt, auf jeden Fall. Wie gesagt, ja. Dass wir momentan einfach nicht suchen, genau aus solchen Gründen. Es bringt ja nichts, wenn man sagt, ich hab Bock, und wenn man dann Termine ausmacht und das ganze Ding dreimal und dann derjenige nicht antritt oder diejenige nicht kommt und dann ohne irgendwas zu sagen, mir dann erst ein paar Tage später schon, ja, es war das los, weiß ich nicht. Ich meine, gut, Gründe sind immer ein bisschen nachvollziehbar gewesen, das ist klar, aber es bringt mir nichts, wenn ich mir die Zeit nehme und dann nächstes Mal noch dazukomme und alles drum und dran und dann. Weil ich mir die PlayStation zum Beispiel mit meiner Freundin teile und die dann von der PlayStation wegschicken muss, weil ich halt genau den Termin habe und die Leute kommen dann nicht, finde ich das halt nicht gut. Und ohne was zu sagen, man kann ja. Ja, das so ist es halt. Man hätte mal sagen können, ey, es tut mir leid, sorry, ich schaffe es nicht beim ersten Mal, hat das nämlich gesagt gehabt, dann ist das auch vollkommen okay gewesen. Beim zweiten Mal, zweiten, dritten und vierten Mal hat das dann halt eben nicht gesagt, sondern mir dann beim vierten Mal erst im Nachhinein noch irgendwas geschrieben. Dann kam der andere, mit dem ich doch einen Termin haben wollte, der dann irgendwie mir auch am Abend noch geschrieben hat, mein Controller ist plötzlich kaputt gegangen. Weiß ich nicht. Ich fände es halt ein bisschen schade. Wenn man sich extra vor euch die Zeit nimmt und dann halt keiner da ist. Hat einfach was mit Anstand zu tun und wenn es da schon losgeht, dann ja. Ja, es ist einfach, für mich ist das halt irgendwie unzuverlässig und dann brauche ich mit solchen Leuten nicht zusammenarbeiten.
Vielleicht machen wir irgendwann nochmal, dass wir sagen, wir suchen nochmal ein paar Leute. Wir haben jetzt, wie gesagt, mit Enrico, das hat ja wunderbar funktioniert. Aber müssen wir einfach mal gucken, wie wir es machen. Momentan ist es einfach ein bisschen sehr enttäuschend, was da abgegangen ist. Abgelaufen ist. Ja, genau so ist es. So. Das naja. Könnt ihr doch gerne mal hören, ja. Also. Derjenige weiß Bescheid. Ich habe eben das ziemlich breit mehrmals erklärt, was da, warum und wieso und weshalb und. Müssen irgendeinen Schlüssel finden. Müssen wir ins Haus rein? Warte mal, kommen wir da was rein? Ne, kommen wir nicht rein. Okay, dann sind die alle hinten im Garten oder so. Ne, ins Haus kommt man auf jeden Fall. Ich hab schon die erste. Den Schlüssel. So, Garagentor öffnen. So. Oh, da sind noch mehr Wachen. Der Dicke, der ein bisschen weiter aus, der Kollege da. So, Autos sind. Das noch. Der lebt noch? Jetzt nicht mehr. So, Autos klauen. So, dann fahren wir mal, ne? Dann fahren wir vor eben. Ja, das, gut, dass du die Autos nochmal weg, dass du die Autos nochmal wegbringen müssen. Oh, wer parkt denn hier? Was machst du, Baby? Baby, hast du einen Führerschein? Noch nicht. Oh Gott. Sie hat nur einen Führerschein. Ah, der Führerschein! Nein, darüber macht man. Deutscher Führerschein! Also, immer sowas macht man keine Witze. Tatsächlich, also nicht mit den Typen macht man keine Witze, nein. So. So. Dann fahren wir mal zum. Ach, da steht schon einer drin. Ach Gott. So, gucken wir mal. Internetflow, ich auf der Lina. Grün, Waldgrün. Wüstenbeige, ne. Klassisch. So. Wohin? Zur Basis, okay. Und jetzt fahren wir die 10 Kilometer wieder hoch mit den Dingern. Aber hatten wir es nicht auch schon mal so, dass wir auch 4 Kreise hatten, aber bei 3 abgegeben und hat es nicht so bestanden? Wir müssen es jetzt gleich gucken. Vielleicht müssen wir jetzt echt doch mal das Auto rausholen, ein zusätzliches Auto holen. Ist es halt dann einfach so. Alles gut? Warte mal. Ich bin falsch gefahren. So. Hä?
Nee, also um das nochmal kurz nochmal aufzugreifen von dem, es ist zwar grundprinzipiell schön, wenn jemand sich meldet und sagt, er möchte doch wirklich saugern in die Crew, aber dann sollten hinter den Worten auch Taten stecken. Ja, genau, das ist es. Und das ist halt... Ja? Wir sind halt, wie gesagt, von hintereinander von drei Leuten enttäuscht worden. Das war kurz dazu. Und von einem Teil sogar mehrmals. Und das ist halt der Hauptgrund. Also wir haben für den einen haben wir versucht, vier Termine auszumachen. Und es ist wirklich bei allen Terminen nicht erschienen. Und das ist halt das Problem. Und man hört es dann auch oft, den Leuten hinterher zu laufen. Und weiß ich nicht. Wie gesagt, es kann immer mal wieder sein und dass man mal Dinge zu tun hat. Wie gesagt, heute hat man auch zum Beispiel fest mit Enrico gerechnet, der aber dann gesagt hat, rechtzeitig Bescheid gesagt hat, dass er mit der Familie unterwegs ist. Es ist Osterwochenende, es ist vollkommen in Ordnung. Wir sagen jetzt auch nicht, nee, du musst dringend kommen, scheiß auf die Familie, weißt du, das so sind wir nicht. Also wie gesagt, klar, wenn irgendwas nee, ist. So sind wir nicht und es ist ja auch wieder so eine Sache, ne? Bei manchen Begründungen denkt man sich auch so, ernsthaft, willst du mich veräppeln? Denkst du halt, ich bin auf den Kopf gefallen? Nee, wenn man mir schreibt zum Beispiel, man will, macht einen Termin, man wartet. Ich habe da irgendwann 20 Minuten gewartet auf die Person. Und dann mir abends schreibt, ja, so, mein Controller ist kaputt gegangen, weiß ich nicht. Dann sagt ja. man also, sowas sagt man immer, dann sagt man dann irgendwie vorher Bescheid. Dann muss ich nicht auf die Leute warten. Bei dem anderen hat der mir dann auch erst zwei Tage später geschrieben, was los ist. Und das nervt also mich dann einfach. Ganz ehrlich, Controller kaputt. Hallo. Ja, kann ganz immer mal passieren. An dem Tag. Ja, kann immer mal passieren, aber das weiß ich eigentlich normalerweise vorher, ob der Controller kaputt ist. Ach, komm mal, wie gesagt, komm. Nee, aber müssen wir mal gucken, wie gesagt, wenn wir mal wieder mal Leute so. Wie gesagt, wir sind jetzt erstmal vier. Gut, heute jetzt, oder die nächsten Folgen sind wir jetzt erstmal drei. Aber, naja, trotzdem. Klar hat man mal wieder Bock, mit mehreren Leuten zu machen, weil gerade die Schlitzermission, die sind wirklich mit 5, 6 Leuten sind die echt lustig. Ich glaube, die kannst du, glaube ich, zu 6 spielen oder so. Aber naja, dann arbeite ich lieber mit 4 Leuten, mit denen ich weiß, dass man sich auf die Leute verlassen kann, bevor ich dann nämlich 3 Leute reinnehme, wo man sich eben nicht verlassen kann. Weil was bringt das dann, wenn man die Leute in die Crew holt und am Ende dann passiert das genau das Gleiche. Du fragst, wann können die, wer hat Bock, wer hat Zeit und es kommt nichts zurück und meldet sich 3 Tage nicht. Das ist halt dann, und so fängt es für mich auch schon ein bisschen an. So. Gut, dann habe ich jetzt noch 3 weitere Autos. Er will tatsächlich insgesamt 4 Autos haben, so wie ich das gerade verstehe. Weil er mir gerade geschrieben hat, noch 3 Autos, nachdem das erste abgeliefert wurde. Aber wie gesagt, müssen wir mal gucken. Du gehst das jetzt Auto holen, oder was? Ja. Okay. Da müssen wir hin. Feinde müssten da ja jetzt alle weg sein. Bin ja schon auf dem Weg, Lester. Na gut, wäre halt cool gewesen, wenn sie sagen, okay, man macht das, zu dritt, dann brauchst du nur 3 Autos abliefern, weil jetzt muss einer nochmal die 11 Kilometer hin zurück hin und dann nochmal die 11 Kilometer zurück. Das dauert halt alles ein bisschen jetzt gerade. Ah, ich kann nur zu Fuß rein, okay. Ja, unser Baby hat sich auch da die
weitesten, entfernteste Basisspots gesucht, die es anscheinend gibt. Ja, ja, eben. Das hat mich nicht genommen, habt ihr doch merken. Hä? Das hat einen Grund, warum ich die hier genommen habe. Also Yvonne, bei dir wird heute aber wirklich noch mehr gefügelt als sonst. Ja, ist so, ne? Ich glaube, die Vögel kriegen mit, welcher Jahreszeit ist, ja? Die gehen gerade ab. Ach ja. So. Und wenn er nicht gestorben ist, dann fuhr er noch heute. Ja, das ist halt das Problem gerade. Ne? Wie gesagt, es muss halt jetzt eine Person hin, zurück wieder. Stell dir das mal echt vor, so Polizei schon da, überall Leichen, kommt nochmal ein Auto, Entschuldigung, ich habe noch was vergessen, ich muss da mal noch was aus der Garage holen. Ja, der Täter kehrt ja mal zum Tatort zurück, kennst du, ne? Na, für dich ist es gerade wieder blöd, hä? Okay. Ja, klar, ich stehe hier rum und warte jetzt auf dich. Oder bis jetzt irgendwann mal das Ding durch. Es tut mir leid, dass gerade ein bisschen Leerlauf jetzt mit der Folge ist, bei mir zumindest. Schneidest du weg? Nö. Wofür? Das gehört ja jetzt quasi auch mit zur Mission. Es ist halt ein bisschen jetzt doof gelaufen, aber es ist halt. Passiert jetzt einfach. Wenn ich gewusst hätte, dass du so nah hinter mir bist, hätte ich auch noch gewartet, aber. Ach, alles gut. Man hat jetzt gar keinen Stress wegen irgendwas. Alles ist für mich jetzt auch in Ordnung. Wer klopft denn da so nervös auf irgendwas herum? Ich. Ich bin sehr ungeduldig. So. Ich bin ungeduldig. Oh. Hä? Oh, nicht weiter, ich bin nur gerade ein bisschen in Gegenverkehr gekommen. Ja, besser Gegenverkehr als gar kein Verkehr, ne?
What? Ich hab grad Fußgänger mitgenommen. Das abgehoben. Oh, ich habe eben einen Motorradfahrer mitgenommen, der ordentlich ein gutes Stück geflogen ist und in dem mir aufgeklatscht ist. Na, na, na. Der dauert gerade so ein bisschen. Aber wie gesagt, bin ja schon auf dem Weg. Alles ist gut. Das geht gerade richtig ab da hinten. Bist du schon mit dem Auto zurück unterwegs oder bist du noch hinten? Ja. Okay. Ja, ein kleines Stück musst du noch fahren. Ah, da hinten, ich sehe es auf der Karte. Ja, ja. Gut. Dann ist es ja gleich geschafft. Wir wollen richtig Frühlingsgefühle hier, ey. Über den Vögeln auch. Ja, das ist alles ein Thema, Vögel, wir wollen Frühlingsgefühle, alles. Ja. Oder Yvonne? Wie eine Blume. Genau, und du blühst vor unseren Augen. Oder? So, muss gleich die Abfahrt kommen hier. Da kommt schon was angekugelt. Hey, gefühlt da. Nur Stunden haben wir es am Ende geschafft. So kann man auch mal stylisch die Mission beenden, ne? Ja. Als nächstes Anklageausschluss. Okay. Vor die Klappe von dem Ding geht offen und ich habe mein Auto oben drüber stehen. Ah, cooler.